Zeit für alternative Transportmittel. Wow, jeder weiß, dass Fisk ein Gauner ist. Aber du denkst, dass er der Verbrecherboss von New York schlechthin werden will? Das habe ich gehört. Ich arbeite mit Whitney Chang an einer Story, aber sie braucht Beweise. Du kommst näher an Fisk ran als alle anderen. Nicht wirklich. Seine Geschäfte sind streng privat. Aber als Investor habe ich Zugang zu den Finanzberichten der Taskforce. Oh. Okay. Ich bin auf eine deiner Adressen gestoßen. Es gab Zahlungen an einen Sicherheitsberater. Fisk regelt alle personellen Entscheidungen. Er hat diesen Kravinov angeheuert. Aber er hat die Bücher manipuliert und rein technisch wird er von Oscorp bezahlt. Er versucht, mich vor den Bus zu werfen. Willkommen im Club. Alles okay? Ja, es ist nur, ich habe einfach dem Falschen vertraut. Und ich hätte es sehen müssen, aber zuerst mein Dad und dann Onkel Ben. Ich wollte wohl daran glauben. Du wolltest deine Vaterfigur. Ich weiß, wie das ist. Mein Dad, für seine Rettung schloss er mich aus seinem Leben aus. Und am Ende hat er mir nur die Krankheit hinterlassen, die ihn getötet hat. Harry, es tut mir leid. Was hast du? Es ist genetisch. Sehr selten. Degenerativ. Mit einem Vermögen verlängerte mein Vater sein Leben, um ein Heilmittel zu finden. Diese Zeit habe ich nicht. Es muss doch Hoffnung geben. Gentherapie. Darum ging es in den Forschungen meines Vaters. Hat Norman deswegen mit Artenkreuzungen experimentiert? Ja. Er dachte, er könnte sich die Widerstandskraft aneignen, die bei manchen Tieren in diesem Bereich zu finden ist. Seine besten Ergebnisse erzielte er bei den Spinnforschungen mit deinem Vater. Aber Dad verschwand. Zusammen mit seiner Arbeit. Deine Taskforce, ihre Rüstung besitzt medizinische Vorrichtungen. Können die helfen? Es ist kein Heilmittel, aber sie geben Menschen Mobilität, die sonst auf Hilfe angewiesen sind. Die Taskforce hat mir geholfen, sie zu verbessern und meine Forschungen vor Kriminellen zu schützen. Aber es war ein Fehler, mit Fisk zu arbeiten. Er weiß, dass du krank bist? Jetzt schon. Und er wartet auf meinen Tod, damit er Oscorp übernehmen kann. Hör zu, Pete. Ich weiß, wovon ich rede. Wenn sich die Leute abwenden, denen du vertraust, musst du dich eben selbst um deine Probleme kümmern. Harry, du weißt, dass ich tun werde, was ich kann. Aber wie... Spider-Man. Niemand weiß, wie er seine Kräfte bekommen hat. Aber ich denke, er ist das einzig lebende, gesunde Beispiel für einen Artenkreuzungsversuch da draußen. Du machst Fotos von ihm. Es muss einen Weg geben, wie du an ihn rankommst. Peter, ich brauche Spider-Mans Blut. Genau so will ich das haben. Ah.
als... Ich habe Peter Pan. Es kam gerade rein. Netze brauchen etwas, an dem sie haften können. Ich frage mich, worüber J. Jonah Jameson sich beklagt hat, bevor er mich hatte. Den Verkehr? Es wurde ein versuchter Einbruch gemeldet. Hier drüben! Spidey bevorzugt niemanden. Das gilt auch für die seismische Explosion. Das hat Spaß gemacht. Wollen wir nochmal? Ich wäre fast gestorben. Vor Langeweile. Wie sich herausstellte, waren viele der von Spider-Man gefangenen Kleinkriminellen wegen schwerwiegender Verbrechen gesucht. Genau, was ich wollte. Armer Harry. Ich will ihm helfen, aber ohne die nötigen Tests kann mein Blut alles noch schlimmer machen. Wenn mein Blut Harry heilen könnte, würde ich es ihm sofort geben. Aber es benötigt Zeit und viele Versuche, um das herauszufinden. Und er wird nicht warten wollen.
habe damit lange genug gewartet. Ich muss zu Harry und mit ihm sprechen. Du bist gekommen. Danke, ich zahle, was immer du willst. Mr. Osborne, warten Sie. Ich habe mit Forschern aus der Gentherapie gesprochen. Ich kann Ihnen mein Blut nicht geben, es ist zu gefährlich. Gefährlich? Ich sterbe, wenn ich es nicht kriege. Nicht sofort. Es gibt Zeit für weitere Forschung. Jede andere Artenkreuzung hat zu einem Monster geführt. Ich weiß nicht, warum es bei mir anders ist. Ich forsche weiter. Ich habe den Besten Ihres Fachs ein Vermögen gezahlt, um zu forschen. Aber Sie haben keine Antwort. Ich werde das Risiko eingehen. Es geht nicht nur um Sie, die Echse, die anderen Kreuzungen. Menschen wurden verletzt. Raus. Getötet. Verschwinde. Ich muss wissen, dass mein Blut für Sie sicher ist. Ich kann niemandem vertrauen. Ihnen, dass ich... Ich bin alleine. Mr. Osborne, ich... Nein, geh einfach. Harry weiß nicht mehr weiter. Ich hätte es viel früher bemerken müssen, aber ich war zu beschäftigt, mich von Craven verladen zu lassen. Ich kann nicht glauben, dass ich auf ihn reingefallen bin. Aber warum bringt er mir seine Jagdtechniken bei, wenn er mich verraten will? Ich schätze, das gehört zu den Sachen, die ich ihn fragen muss. Es wurde ein versuchter Autodiebstahl gemeldet. Täter noch vor Ort. Sieh! Alle kommen dran bei der seismischen Explosion. Lass uns... Okay, du hast mich überzeugt. Kämpfen wir. Ich finde Craven. Und dann sagt er mir die Wahrheit über seine Verbindung zu Fisk. Und voilà. Das lässt sich auf niedriger Temperatur rauswaschen. Ich hatte wirklich Angst, dass mich jemand mit euch sieht. Ladenbesitzer lobten Spider-Man, der nicht nur Verbrechen bekämpfe, sondern auch die Wirtschaft fördere. Worauf ich gezielt habe. Craven, Zeit für ein Schwätzchen. Lass uns über gemeinsame Ziele reden, einen 5-Jahres-Plan entwerfen und erklär, warum du für einen Wackelpudding arbeitest. Sieht leer aus, aber vielleicht finde ich noch ein paar Antworten. Typisch, der Feigling ist nicht hier, aber... Spurensuche habe ich vom Besten gelernt. Von ihm. Ich muss den Raum mit allen Mitteln untersuchen.
ging um mich. Er wollte mich töten und ausstopfen wie eine Trophäe. Die ganze Zeit über hat er mich studiert, mich getestet, meine Stärken herausgefunden. Und meine Schwächen. Und wie man dir am besten eine Falle stellt. Alles Schwindel. Du Feigling! Nennst du das etwa eine faire Jagd? Oh nein. Nur ein Vorspiel. Ah, gut. Das Gegenmittel sollte die Wirkung des Beruhigungsmittels aufheben. Ich will dich in absoluter Bestform. Spiel dich nicht auf für König Arthur. Du redest über Ehre und dann lügst du mich an. Verrätst mich für den Kingpin und sein Geld. Das war Zufall, kein Verrat. Ich habe dir alles beigebracht. Nicht nur, damit du Kingpins Feinde ausschaltest, sondern damit du mein würdigster Gegner wirst. Der Gegner, der du sein kannst. Meine größte Jagd. Jetzt bist du bereit. Und gleich zeigt sich, wer der Jäger ist und wer die Beute. Du hast mich also benutzt, um Kingpins Widersacher aus dem Weg zu räumen. Was ist mit Cassidy? Du hast verhindert, dass er mit mir spricht. Cassidy war nützlich. Eine Zeit lang. Darf ich nicht von den Bäumen ausfallen? Es gibt keinen Ausweg. Warum? Damit ich ihn töte? Damit ich mich schuldig fühle? Weil du ein kranker Irrer bist? Es war ein Test, um zu sehen, wie stark du bist. Ob du das Blut vergießen kannst. Gib zu, du hast mich enttäuscht. Ich warte noch auf eine Erklärung für deinen Schnurrbart. Unmöglich. Ich habe dich studiert. Du bist zu solcher Wut nicht in der Lage. Du hast einen Killerinstinkt. Wickst du dich absichtlich so lahm? Ist das so eine Art Pant? Fang mich doch, Junge. Nicht. Ich werde ebenso wütend wie du. Ich will meinen Feinden genauso wehtun. Der Unterschied ist, ich weiß, dass es falsch ist. Einen Schritt zu spät. Schwer, ihn in den Bäumen zu finden, aber ich muss es versuchen. Du warst eine schwache Herausforderung. Einmal, da habe ich gegen einen echten Versager gekämpft. So sei es. Bis zum Tod. Nein, das ist dein Weg. Während meiner Schicht stirbt niemand. Ich bitte dich, töte mich. Lieber bin ich tot als besiegt. Soll das heißen, Tod ist nicht besiegt? Hast du vor, als Craven Zombie oder so wiederzukommen? Egal, ich hab gewonnen. Also hab ich hier das Sagen. Was sind deine Bedingungen? Du hast zwar nicht alle Murmeln beisammen, Craven, aber du hattest immer deinen eigenen irren Ehrenkodex. Also sag mir, wie ich an den Kingpin rankomme. Die Wahrheit. Alles, was du weißt. Also gut. Das Recht hast du dir verdient. Frage, und ich werde antworten. Ich weiß von jemandem, dass Kingpin Experimente in Ravencroft durchführt. Wie? Die Regierung finanziert das Institut nicht mehr. Es ist von Privatspendern abhängig. Und Fisk ist der Wichtigste. Seit Norman Osborn tot ist. Und sie lassen ihn einfach an Insassen experimentieren, wie eine Art Dr. Fettigstein? Sie befürworten es.
Die Insassen gelten als hoffnungslos kaputt. Nützlich nur noch als Testsubjekte. Ich kenne dich. Du überprüfst ständig deine Umgebung. Dir entgeht nichts. Ja, stimmt. Ich habe Fisk in seinem Turm getroffen, wo mir die Kameras, Waffen und mögliche Zugangspunkte aufgefallen sind. Er benutzt ein Teletech 4566 Sicherheitssystem. Und ich kenne die Passwörter. Hey, dafür gibt's einen Fleißpunkt. Zeichne mir eine Karte und lass nichts aus. Mit den Informationen von mir kommst du ins Gebäude rein. Aber du musst dich Fisk ganz alleine stellen. Ich lenke ihn einfach mit Muffins ab. Darum wirst du verlieren. Du unterschätzt ihn. Er kämpft um sein Leben, seit er ein Kind war. Wenn du nur einen Moment Schwäche zeigst, merkt er das und tötet dich. Der alte Killerinstinkt, was? Hat er ja viel gebracht? Ich weiß nicht, ob die Cops dich festnageln können. Wenn nicht, wäre eine Heimreise nach Russland ratsam. Fisk scheint nicht so schnell zu verzeihen wie ich. Schlechter Scherz. Bei allem, was hier los ist, schicken Sie die Taskforce aus der Stadt raus? Es geht wohl um die gestohlene Oscorp-Technologie, eine Art Rüstung, die Sie zurückholen wollen. Na und? Wir brauchen jetzt Verstärkung. Aber was juckt es die schon, wenn einer von uns drauf geht? Solchen Einfluss hat nur Fisk. Ich sollte mich an einen der Trucks hängen. Mal sehen, was er vorhat.